Bis du erst einmal älter wirst, du solche Dinge verstehen. Und wer meldet sich? Tarasa. Mein Reden, Junge. Du kleiner Spimpf, du. Ich glaube, da geht noch was zwischen denen. Ach, bevor ich es vergesse. Ihr habt aber etwas von den Anhängern, diesen Anhängern erzählt. Könnt ihr mir bitte zeigen, wie diese Elementarforce aussehen? Ja, da steht wahrscheinlich, Lila zeigt ihr dem irgendeinen Anhänger. Ist allerdings unlesbar. Könnte es auch vielleicht sein, dass dies auch eins der besagten Elementarforce ist? Arras zeigt ihnen ein Elementarforce, das er dort im Tempel gefunden hat oder gestohlen hat. Keine Ahnung, man kann es kaum lesen. Das ist es! Das ist die Lichtforce! Oh mein Gott! Wo hast du das her? Ach, als Liz und ich gerade durch den Tempel auf Liebe irrten, kamen wir mal wieder an einem geschlossenen Tor vorbei. Doch, es ging urplötzlich auf und wir konnten rein. Welches geschlossene Tor? Da waren wir dann wohl eine Art Lagerraum. Ja, leider konnten wir nicht an die Dinge, die hinter den Holzblöcken waren. Ach so, die waren früher drin als wir, okay. Aber vor der Barrikade befanden sich auch einige wertvolle Sachen, darunter auch dieser Anhänger und auf einem kleinen Tisch lag. So war das. Dann sind wir wohl doch einfach zu langsam gewesen. Mach dir nichts draus. Wir machen diesen Job immerhin schon eine ganze Weile. Habt ihr das wieder abgemessert? Nee, oder? So, dann dürfte nun alles geklärt sein. Bitte tritt näher, damit ich dich prüfen kann. Endlich werde auch ich in der Lage sein, euch zu begleiten. Er gehört des kleinen Lichtes an. So, so, Lichtklan also. Klingt cool. Sei bereit, deine Kräfte zu empfangen. Die Verbindung beginnt sofort. Seht ihr, so lange dauert das. Und wenn der sich da, die Susanne sich da verbunden hätte, dann hätte ich erstmal noch ganze Zeit gehabt, da einfach mal reinzuspazieren, die Sequenz abzuwarten, ihnen in den Rücken zu fallen, ihren Rücken zu fallen, zu sagen, ey, Kollege, komm mal mit. Wir brauchen das hier. Wobei ich nicht verstehen kann, warum der Dunkelgeist das macht. Vielleicht hat ihr gesagt, ja, ich schließe mich dann an und hat die dann verarscht oder sowas. Wobei, die wird dann auf sie einreden. Arras hat nur die Kraft des Lichtes. Ich denke es mir, das ist zumindest meine Theorie. Eine unglaubliche Energie durchströmt mich. Soweit bin ich nicht gespoilert. Ich bin so weit gespoilert, wie ihr jetzt gerade seht. Ich bin bereit, es kann losgehen. So, im Prinzip ist das genau das, was ich weiß vom Spiel. Mehr weiß ich nicht. Arras, der Ritter, gehört nun zum Team. Geil, oder? So, wollen wir nochmal gucken. Er ist Level 28, das heißt, ich bin ganz gut dabei. Meine meisten Helden sind 29. Tarasa ist ein bisschen unterlevelt, weil ich ja noch mit Fea rumgelaufen bin. Und Mala, naja, Sarosh werde ich wohl vernachlässigen. Ich bin kein Freund von Magiern. Dann müsst ihr, wenn ihr auf Sarosh steht, müsst ihr erst bei einem anderen gucken. Ist mir Ball. Okay, und wir wollen natürlich uns den Typ mal angucken. Ja, also der ist so ein bisschen wie Tarasa, das weiß ich schon. Hat sehr wenig MPs. Der hat nur 1000 MPs, wie ihr seht. Sehr wenig MPs. Das ist seine Achillesferse im Prinzip hier. Kann aber dafür auch eine ganze Menge ab. Obwohl, glaube ich, das ist mit Tarasa gleichwertig. Und ist auch sehr, sehr stark. Also hat wirklich Stärke 246. Tarasa hat 264. Okay, die ist ein bisschen stärker. Aber ansonsten kann man echt nichts sagen. Okay, gut. Er benutzt Schlanzen als Waffe. Stachellanze. Ist schon eine nette Sache. Und ja, gut. Was soll ich sonst noch sagen? Das Licht geht wieder an. Das Licht hätte mal ausbleiben sollen, während ich da den Text hatte. Das wäre logischer gewesen. So, und gucken wir mal, da hinten liegt Liz. Und Liz geht's nicht gut. Dann wollen wir sie doch mal treten. Hallo. Lass dich nicht durch die Abenteuer abhalten, Arras. Aber ich fühle mich noch nicht wieder fit. Mit Doppel-T. Mit einem T bitte. Deswegen werde ich hier erstmal ein wenig das Bett hüten. Keine Sorge, du weißt doch, sobald du wieder gesund bist, werde ich dich abholen und wir können wieder gemeinsam auf Reisen gehen. Das wollte ich hören. Und wehe, du legst dich in der Zeit auf die faule Haut. Ups. Das wollte ich mal lesen. Derzeit. Ja, wird auch zusammengeschrieben. Klein. Okay, ja, okay, gut. Ja, ich finde Fehler schön. Sie wird sich wiederholen. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig hierher gefunden habt. Sonst wäre die Verarztung zu spät gekommen. Ja. Ja, sorry, dass ich immer die Rechtschreibfehler vorheben muss, aber das mache ich, weil Zui das will. Er möchte nämlich die Rechtschreibfehler beseitigen. Und jeden, den ihr gesehen habt, den ich erwähnt habe, ist auch beseitigt bisher. Also, hat alles seinen Sinn und Zweck. Okay, speichern. Dankeschön. Gut. Nun ja, was soll ich jetzt noch sagen? Wir gehen weiter. Ja, ich schneide das mal, bis ich unten bin. So, jetzt bin ich hier draußen. Und ich werde noch mal kurz zum Meer des Nebels gehen. Also bis gleich, Leute. Ich muss eben hier noch was zeigen. Okay, hier sind wir wieder. Da immer den Nebelschwaden. Und es laggt. Oha, laggt es. Okay, Leute, da muss ich mal ganz kurz was ändern. Okay.
Hoffe, das stürzt jetzt nicht ab, weil es ist jetzt wieder instabile Framerate. Auf jeden Fall muss es hier irgendwo noch einen zweiten Weg geben. Aber ich sehe keine zweiten Blumen. Er hat mir gesagt, hier gibt es nochmal Blumen. Nein, hier ist es aber nicht. Nein. Hä? Nein. Wo denn? Sie ist echt nicht, Leute. Wie gesagt, hier gibt es nochmal eine Abzweigung sozusagen. Und, die hätte ich wohl übersehen, aber ich sehe es jetzt auch immer noch nicht. Nein, zurück. Muss ich wieder rushen oder was? Probier es mal. Hey, rush, 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 rush. Nicht jetzt woanders? Ne, ich bin am Anfang. Okay. Dann suche ich mal ein bisschen. Vielleicht finde ich es ja. Okay, Leute. Mal einen kleinen Speicherstand. Ich habe was gesehen. Und zwar ganz unten rechts. Na? Zurück, zurück, zurück. Oh, nochmal. Ich glaube, da hatte ich was gesehen. Bitte, 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 bitte. Wieder nichts geworden. Okay. Okay, nein. Aber da unten sind Blumen. Seht ihr das? 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 Bitte. Okay. Es hat geklappt. Okay. Das ist interessant. Ne? Hier steht was geschrieben. Um das Tor des Heiligen Tempels zu öffnen, opfere die neuen Fragmente, die in diesem Tempel stehen, indem du in den goldenen Brunnen wirst. Neun Fragmente also, hm? Neun Fragmente, okay. Naja. Wenn man sich die Tafel genau ansieht, kann man verschiedene Symbole erkennen. Ein Tiger, ein Drache, ein Wyvern, die beiden habe ich schon. Ein Engel, ein Teufel, eine Schildkröte, ein Fuchs, ein Löwe und ein Phönix. Ob die irgendeine tiefere Bedeutung haben? Boah, wahrscheinlich nicht. Hallo, kämpfst du gegen mich? Die Statue sieht ziemlich unheimlich lebendig aus. Und du? Die Statue sieht unheimlich lebendig aus. Gut. Ich finde die Musik so schön. So Leute, ich habe ganz kurz Pause gemacht. Ach ja, und natürlich ist das die Super Mario Musik, wer es nicht erkannt hat. Okay. Naja, wahrscheinlich haben es doch alle erkannt, weil... Ach Gott. Ach, dann lade ich den Part hoch, dann kriege ich die ganzen Emiro-Fans wieder. Okay, gut, wollen wir doch mal sehen. Das wäre gemacht. Gibt es doch eine Sache, die mir einfallen würde. Und zwar würde ich gerne noch was anderes gucken. Zurück zu den Docks. Na gut. Und zwar würde ich gerne noch, da sind ja noch zwei Schatztruhen gewesen, die sie jetzt nicht mitgenommen haben. Da müsste Aras ja eigentlich mal noch rankommen. Deswegen fahre ich da nochmal hin. So, ich habe die lange Reise unternommen. Und jetzt können wir nochmal gucken. Stand die Kiste vorhin auch schon hier? Ach, schade. Okay, er will da nicht mehr rangehen. Na gut, dann hau ich doch wieder ab. Schade, schade, schade. Gut, ich bin wieder hier angekommen und ich werde mich jetzt dementsprechend auf den Weg machen nach, nach oben wieder ins Dorf. Ich denke mal, da wird dann wieder was passieren. Und, tja, bis dahin würde ich dann wieder schneiden. Ach ja, und der Schalter war natürlich für dieses Tor, da habe ich irgendwie nicht bedacht. Tschüss. Also, der Schalter im Leuchtturm war für dieses Tor gewesen, wo ich gedacht habe, hä, wofür war denn dieser Schalter? War das jetzt so gut, ob ich den gedrückt habe? Der war natürlich einfach nur dafür gewesen. Also, bis gleich. Okay, das Cutscene. Schön. Also gut, wir müssen Ruhe bewahren. Es ist nicht gewiss, dass die Harpyien sie erwischt haben. Vielleicht hat sie sich einfach nur... Ha! Hab ich's euch nicht gesagt? Ihr miesen Bastarde! Wie könnt ihr es wagen, Maler zu entführen und dann die Dreistigkeit zu besitzen, einfach durch Mina zu spazieren? Hey, bist du bescheuert? Wir haben sie nicht entführt. Was soll die blöde Begrüßung? Und warum ist sie dann bei euch? Maler würde Ceria nicht einfach so verlassen. Also wart sie... Was ihr's? Emlas! Halt.
Aber Syria, Sie haben Maler. Du musst dringend lernen, nicht so überstürzt zu handeln, denn du bist dumm. Ich möchte mir gerne anhören, was Sie da zu sagen haben. Ihr kommt jetzt alle mit. Ich glaube, es gibt einiges zu erzählen. Oder war sie das, die den Dunkelgeist geholt hat? Leila und die anderen betraten Syria. Katschis und Emlas Syria. Emlas Sirius? Ach, betraten mit Syria, Katschis und Imlas Sirias Haus, um eine Erklärung für Malas Verschwinden zu erläutern. War richtig. Leila berichtete, ohne Ausnahme, mit kleinem A, alles, was auf Libor passiert war. Syria und ihre Anhänger hörten aufmerksam zu. Mala, ist das wirklich alles so gewesen? Mala. Moment, Moment. Sag schon, Mala, Mala, sag schon. Aber du wolltest das eigentlich gar nicht. Stimmt's? Du bist nicht freiwillig mit ihnen gegangen, oder? Mala. Sie nickt. Das bedeutet, dass sie wirklich die Wahrheit gesagt hat und ihr die Mala nicht zu dem gezwungen hat. Wieso? Sie hat gefragt, du bist nicht wirklich mit ihnen gegangen, freiwillig, oder? Aha, nicht freiwillig, oder? Naja, gut, okay. Was? Wir hätten sie niemals entführt. Ich verstehe das nicht. Warum, Mala? Warum bist du fortgegangen? Naja, ich habe mit Tapio geredet und er hat gemeint, er möchte mit mir Tupperware verkaufen gehen. Denn er ist Tupper-Tapio. Okay. Ich weiß, dass es schlecht ist. Das ist wohl verständlich, Amnes. Irgendwann musste es soweit kommen. Mala leidet sehr darunter, dass ihre Herkunft unbekannt ist. Und auch wenn es vielleicht nicht viel war, was sie erfahren hat, aber dennoch hat sie vielleicht ein kleines bisschen weitergebracht. Ich bin ja dumm. Mala, du bist alt genug, um deine Entscheidung allein zu treffen. Auch wenn es schwer fällt, aber du darfst selbst entscheiden, zu wem du möchtest. Mala. Sie kommt mit zu uns. Zu Fea. Fea versteht sie. Ja, das dachte ich mir fast. Und du sollst wissen, dass ich deine Entscheidung respektiere. Mala. Die kann nur ein Wort sagen, das heißt Mala. Aber. Miau. Ich sollte euch wirklich dankbar sein. Ihr habt die Harpyien besiegt und vertrieben. Dank euch können wir jetzt endlich wieder in Sicherheit leben. Aber was soll noch wichtiger ist, was noch viel wichtiger ist, ich habe Mala noch nie glücklicher gesehen als gerade. Das ist euch zu verdanken. Auch wieder haben zu danken. Auch wieder haben zu danken. Oh Mann. Wir bedanken uns für ihr Vertrauen. Ich weiß nicht, ob es euch weiterhilft, aber vielleicht solltet ihr mal in die östliche Region gehen. Dort habe ich Mala seinerzeit gefunden. Es könnte sein, dass ihr mit eurem jetzigen Wissen noch mehr über ihre wahre Herkunft herausfindet. Danke für euren Hinweis. Wir werden darauf achten, wenn wir den östlichen Regionen vorbeikommen. Okay, am Anfang wieder. Ich sehe euch an, dass ihr am liebsten sofort aufbrechen würdet. Lasst euch gesagt sein, dass ihr hier immer willkommen seid. Miau! Ihr müsst uns aber auch besuchen, ja? Sai muss auch kommen. Mala hat euch wirklich in ihr Herz geschlossen. Jetzt fühle ich mich richtig schlecht bei dem, was ich alles euch gesagt habe. Wir sind nicht der Achttragend. Hehe, freut mich zu hören, obwohl ich voll der Assi bin. Ich wünsche euch eine gute Reise und bitte passt gut auf Mala auf. Und tschüss. Hallo. Es fällt mir ein bisschen schwer, von Mala loszulassen. Sie war immer wie eine Tochter für mich. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber wir haben ja noch was. Und zwar hat ja auch der Aras, ja, das weiß ich schon, eine Fähigkeit bekommen, die ist Sprachmeister. Ermöglicht das Lesen jeder Schrift. Haha, Lesen jeder Schrift. Okay. Dann sollten wir doch einfach mal, die Schriftrolle lesen. Bis auf die Überschrift Vena ist nichts lesbar. Lass mich mal sehen. Die Vena, wie sie den Himmel aufsteigen werden, sind friedlich und kämpfen nie. Ist es niemals nötig zu kämpfen am gesegneten Ort, Müllig? Maler. Ist es niemals nötig zu kämpfen am gesegneten Ort, Maler? Es ist, oder? Aber hier ist das Schriftstück zu Ende. Das alles? Das ist alles? So, ich habe damals auch, wo ich das so aufgenommen hatte, wo ich dann erst noch nicht gemerkt habe, dass ich im Prinzip gespoilert und alles was übersprungen habe, mir gedacht, wo gibt's noch Sachen, wo ich nicht wirklich lesen konnte. Das war einmal hier oben und zweitens bei Bora im Haus. Die Sachen, die sind mir eingefallen. Und die werde ich natürlich auch mir angucken. So, okay. Dann Technik, Aras, Sprachmeister und... Okay, dann lass mich doch mal sehen. Südliche Region. Dieser Ort ist gesperrt, da die